Liebe Leute, wir spielen live auf Twitch Civilization 6. Wir sind unterwegs mit Cleopatra. Euch allen viel Vergnügen hier. Und nochmal eine Runde weiter. Ein dickes Dankeschön an Attentioni fürs 33. Abo hier. Danke dir. Gratis-Probis unterwegs. Die Geschichte ist die Version vergangener Ereignisse, auf die sich die Menschen geeinigt haben. Ja, die Karte ist lecker. Campus nach Bezirk Nachbarschaftsbonus verdoppelt, wenn wir einen Campus-Distrikt hätten. Ich glaube, wir haben noch keinen gebaut. Jetzt können wir unsere Politikkarten ändern. Wir haben nur eine heilige Stätte geglaubt. Wir ersetzen die naturwissenschaftliche Forschung, das Erkunden und Entdecken der Gesetzmäßigkeiten dieser Welt an durch den blinden Glauben an den heiligen Bullen. Das wird uns, glaube ich, eher erleuchtern und der Wahrheit etwas näher bringen. Politikkarten wechseln. Ein Joker-Politikkarte. Ach so, die große Prophetenkarte. Die ist raus, weil wir einen großen Propheten bekommen haben. Barbaren. Wir ziehen mal mit unseren Einheiten rum und wir wollen rauskriegen, ob wir die 5 Kampfstärke brauchen. Wir ziehen hier oben, hier. Ja, die wird uns helfen. Ich ziehe mal eins weiter hier. Ach, den kriegen wir auch so klein. Da brauchen wir keine plus 5 Kampfstärke für. So, mehr Produktion für Handwerker, mehr für Siedler. Die nächste kulturelle Forschung. Leute, da ist er. Der Feudalismus. Handwerker, 2 Extraaktionen. Und es dauert nur 26 Runden. 26 Runden, bis wir den Feudalismus haben. Durch 6 Bauernhöfe schneller. Das wird ein bisschen schwierig hier. Ich würde sagen Theologie und dann Tempel bauen können, damit wir Apostel rekrutieren können, wäre etwas naheliegender. Verteidigungstaktiken, ein weiter Gouverneurstitel wäre auch okay. Ich würde erstmal die Religion verbessern. Wir haben so viele Glaubenspunkte, Apostel kaufen, wir gehen in die Theologie. Das heißt, einmal Richtung Theologie und Regierungsform. Erster Gesandter zählte doppelt. Wir haben einen Gesandten übrig. Dann könnten wir in Brüssel aus einem 2 machen. Aber nicht 8 Runden lang. Die nächsten normalen Gesandten kommen in... Dauert noch ein bisschen, bis die kommen. Gibt es eine andere Sache, die wir binnen einer Runde durchziehen könnten? Eine Forschung? Nein. Brauchen wir noch die Handwerker und die Siedler? Die Siedlerkarte, ja. Die Handwerkerkarte. Brauchen wir die noch? 5 Runden Schutzgebiet, 7 Runden Siedler, 19 Runden Siedler. Siedler auf jeden Fall. Hier vorne eine Stadtmauer. Stadtmauer schneller bauen haben wir noch nicht erforscht. Wir könnten den Handwerker für die 8 Runden rausnehmen und gehen rein, auf jeden Fall mit einer Produktion in allen Städten. Campus hatten wir, glaube ich, noch keinen. Religion verbessern klinge blasphemisch, meinte Andrea Sana und schlägt als Alternative vor, ein Unterhaltungsdistrikt für Karneval zu bauen. Danke, dass du das Spiel ja so ernst nimmst. Das ist sehr hilfreich hier. Geld ausgeben für Geländefelder? Im Augenblick nicht. Wo stecken wir? Welche Politikkarte nehmen wir noch? Großer Wissenschaftler plus 2. Wir haben keinen Unterhalt im Augenblick, den wir für Militär zahlen. Einheiten bauen haben wir im Augenblick nicht vor. Schiffe bauen auch nicht. Ich schwanke zwischen Geländefelder billiger kaufen, falls wir demnächst doch shoppen gehen wollen, wo die 20% sind wenig, und großer Wissenschaftlerpunkte hier. Ist ein großer, cooler Wissenschaftler drin. Der Glaube, Nachbarschaftsbonus eines bestimmten heiligen Städtenbezirks gibt auch Wissenschaft. Die greifen sich die vor uns ab hier. Das ist alles langweilig hier. Leute, habt ihr eine Idee? Die Barbarenkarte brauchen wir, glaube ich, nicht noch aus Böhmen. Die kriegen wir auch so. Meinst du, dass wir die echt brauchen? Wir haben doch genug Barbaren im Chat, die bereit sind mitzukämpfen hier. Also. Diplomatenliga, Landvermessung. Barbaren bekämpfen. Kaufen wir ein Geländefeld gleich dazu? Hier nicht. Hier gründen wir schon mal eine... Hier setzen wir so eine Plantage hin.
Hier kaufen wir auch nichts dazu. Hier kommt auch eine Plantage hin. Hier ein Siedler, da ein Siedler. In der anderen Stadt gründen hier eine. Hier vorne, da kaufen wir gleich ein Geländefeld dazu. In 7 Runden womöglich. Das könnte sein. Wir nehmen mal tatsächlich, ich greife wieder besseren Wissens, greife ich mal die Idee auf mit dem, dass die Barbaren, dass wir gegen die Barbarenkampf stärker sind. Da haben wir eine Option, falls wir oben gegen eine starke Barbareneinheit treffen, dass wir ein Barbarendorf cleanen können, säubern können. Wir lassen den Rest dann so, wie es hier drin steht. Händler kaufen habe ich im Augenblick nicht vor, Eistorm. Extra Gouverneurstitel. Einmal den Connoisseur befördern? Nein. Er würde uns mehr Naturwissenschaften geben. Wir hatten vor, Religion verbreiten. Hier wird viel religiöser Druck erzeugt. 4. Das verdoppeln wir mal auf 8. Indem wir hier oben hingehen und Moksha annehmen. Und in die Hauptstadt nach Rakedet schicken. Ist in 5 Runden da, dann wirkt er dort. Wir haben die 5 Kampfstärke gegen Barbaren. Unten weiter scouten. Krieg im Süden mit Stadtstaaten und zwischen Dr. Perversicles und... Oh, guckt mal, die Äthiopier! Haben die nur 2 Städte mittlerweile? Das ist ja krass. Der wird total aufgemischt. Der wird total aufgemischt von Dr. Perversicles. Der hat 3-mal so viele Truppen. Und wie viele Städte hat Dr. Perversicles? Wow! Die 5 plus die Hauptstadt, 6. Menelike ist gleich Geschichte. Deshalb erholt sich auch Mexico City, weil der Stadtstaat Krieg hatte mit den Äthiopiern. Das ist heftig. Und das bedeutet, dass eventuell unsere Chancen, in Ruhe hier noch weiter zu siedeln, gestiegen sind erstmal. Und dass wir irgendwann Krieg haben mit Dr. Perversicles. Hier unten wird gekämpft. Das klang nach einem Katapult. Eine weitere Aktion hier vorne. Hier unten Wein anschließen, eine weitere Annehmlichkeit uns holen. Wo ist denn hier ein Barbarendorf? Anscheinend hier vorne irgendwo, ne? Nee. Das kann nur hier sein. Hier ist keins. Es müsste genau auf dem Feld sein und das ist total unwahrscheinlich, weil dann hätte der militärische Stadtstaat das doch schon längst platt gemacht. Andererseits, hier gibt es Schäden, aber die Schäden kommen wahrscheinlich vom Vulkan. Das ist mir gerade ein völliges Rätsel. Wir suchen nach Barbaren mal. Barbaren, Entschuldigung, das war es gerade gar nicht. Nach Barbaren Außenposten. HL Marco, danke fürs erste Abo. Blumen aus dem Chat. Bitte für ein neues Community-Mitglied. Grüße an HL Marco hier. 0 Ergebnisse. Ich habe keine Ahnung, wo hier das sein soll. Eine Runde weiter wieder. Hier vorne aber mittlerweile 3 Bürger schon in Sena. Stattdessen hier auf noch mehr Nahrung geben. Haben wir in 4 Runden ein. Da können wir auch so durchlaufen lassen. Da oben sei noch eine Landzunge eventuell, meinte Andrea Sana. Das könnte sein, ja. Klassik endet in 10 Runden. Ein Zeitalterpunkt für uns. Ein schlankes Schiff und danke. Den weisenden Stern in der Höhe. Jetzt können wir Hafen bauen. Häfen bauen. Leuchtturm draufsetzen, gibt mehr Wohnraum. Wir können den schon mal hier vorne platzieren, damit wir die Baukosten hier einfrieren.
weil die steigen im Laufe einer Partie an. Hier vorne drauf, bitte. Muss man den allerdings auch einmal gesetzt haben. Danach lässt sich der Bauplatz allerdings auch nicht mehr entfernen. Nächste Forschung. Schiffsbau. Alle Landeinheiten können wassern. Bessere Schiffe. Zwei Galeeren kaufen werden wir wohl nicht. Wir können die Reiter durchziehen. Das, die beiden, hier entdecken wir auf, wenn wir uns die Mathematik holen. Wir hatten ja auch erwogen, Petra zu bauen. Das Weltwunder, das in Wüstenstädten hilft. Ist da vorne noch irgendwas? Da ist kein Barbarencamp, da ist auch keine Landzunge und gar nichts. Also echt. Die Siedler hier unten müssen wir gleich begleiten. Und wieder eine Runde weiter hier. Hier gleich der fünfte Bürger, da sind mittlerweile sechs. Wie viel Produktion ist hier vorne? Wird leider durch das Symbol verdeckt. Eine Produktion, zwei Nahrung. Ein Glauben, drei Nahrung, ein Produktionspunkt. So haben wir den Bürger eine Runde früher. Ob der Barbarenspäher vielleicht über Wasser kam, das halte ich für unglaublich unwahrscheinlich in dieser Spielphase. Andrea Sahner witzelt sich durch den Chat mit der Bemerkung, das Einfrieren von Baukosten in der Realität klappt zumindest bei Flughäfen und Bahnhöfen nicht so oft. Sehr witzig. Eis E-Block-Hocker, vielen Dank fürs 10. Abo. Jubiläum, danke dir. Glückwunsch zu dieser runden Zahl hier. So, noch eine Luxusressource. Leute schwimmen in verschiedenen Arten von Luxusressourcen. Und warum? Ich zeige es euch mal in dem Kontinentenüberblick, weil wir ja gespawnt sind, genau im Grenzland zwischen zwei Kontinenten. Kontinente haben jeweils unterschiedliche Sets von Luxusressourcen. So können wir Luxusressourcen beider Kontinenttypen abgreifen. Deshalb hatten wir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, viele hier zu haben. Eine Runde weiter. Hier kommt gleich der nächste Bürger. Ob ich die Felderträge einschalten kann, das mache ich immer situativ. Also immer dann, wenn es drauf ankommt. Also wenn wir auch dadurch eine wichtige Info bekommen. Ansonsten bin ich ein Freund davon, solche Infos einzuzeigen, die uns auch wirklich im Augenblick bei unseren Überlegungen nutzen. Also wenn es um Stadtgründung geht, ums Bezirkepuzzeln und so Geschichten oder um Entdeckungen, dann mache ich die schon mal an. Danach allerdings auch wieder aus. Aber das ist Geschmackssache. Ein Weltwunder wurde gebaut, Apadana, nicht von uns. Drei Bürger hier vorne. Fünf mittlerweile in Sais. In einer Runde unser erstes Schutzgebiet fertig, das uns zwei Wohnraumpunkte bringt und die Möglichkeit, ein Hain zu setzen, der coole neue Erträge gibt. Und auf eine Sache bitte jetzt mal achten. In dem Augenblick, wo das Schutzgebiet gleich fertig ist, löst es einen sogenannten Kulturschock aus. Das heißt, alle Geländefelder rund um das Schutzgebiet werden unserem Kulturgebiet hinzugeklatscht. Das betrifft konkret diese beiden Felder hier. Die werden gleich ganz von alleine zu Sais dazugehören hier. Eventuell eine Delegation schicken zu Dr. Perversikles, damit er mit uns befreundet ist. Ich will da keine Gerüchte in die Welt setzen, aber wir sind im Internet. Wir sind in der Landschaft der Verschwörungserzählungen und ich würde euch gerne mal was erzählen. Einer von euch, und ich zeige nicht auf North Bulman, ist ein geheimer Gesandter von Dr. Perversikles. Zitat. Schick ihm doch eine Delegation rüber. Mach eine Freundschaft mit ihm. Er hat Zucker. Das klingt sehr schlüpfrig, sage ich ganz offen. Leute, es liegt an euch, wie er mit North Bulman umgeht. Ob er tolerant auftretet oder gerecht. Ich will da auch euch in keine Richtung schubsen. Aber wäre ich an eurer Stelle, ich würde mich gerecht verhalten, würde mit gerechter Härte auftreten. Aber das müsst ihr wissen. Zeigt Charakter oder habt es nicht. Habt ihr nicht. Eine Runde weiter. Wo
Wo sind unsere Einheiten überall? Unsere Brügger verteilt? Naja, kann man so machen. Da kommt gleich einer dazu, ein Gesandter, ein Siedler, da vorne auch einer und eine Runde weiter. Maida meint, ob ich North Bulman mehr nenne. Ich würde niemals den öffentlich den Namen eines solchen Verräters in den Mund nehmen, geschweige denn ihn outen. Das wäre unziemlich. Oh, ein Staubsturm. Die entstehen eher auf Geländefeldern, in denen wenig Vegetation ist. Hier stehen ja haufenweise Wälder. Das ist jetzt echt doof gerade hier. Das ist wahrscheinlich wegen der nahen Wüste. Hier der Kulturschock. Die beiden Geländefelder kommen dazu. Das ist echt doof. Weil hier kann man keine Modernisierung bauen und kann die auch nicht reparieren. Das heißt, ich kann selber kaum was sehen, aber ich vermute, die Tabakressource, die Tabakmodernisierung ist weg. Schutzgebiet ist da. Hain dauert nur 13 Runden und gibt, Achtung, das ist die Anziehungskraftlinse. Auf allen dunkelgrünen Feldern, die sind atemberaubend, und auf allen bezaubernden, die sind hellgrün, in einem Feld drumherum bestimmte Erträge. Und ihr seht, welche das sind. Eine Nahrung und ein Glauben auf diesen beiden bezaubernden Geländefeldern. Und plus zwei Nahrung, plus zwei Glauben und vor allem plus zwei Kultur auf atemberaubenden. Sein darauf steht ein Bezirk oder eine Modernisierung oder ein Weltwunder. Wir haben hier noch nichts gebaut. Das heißt, die bekommen super Erträge und die bekommen okay Erträge. Und das machen wir jetzt auch. Vorher könnten wir... Nee, Kornspeicher brauchen wir nicht. Wir haben ja genug Wohnraum. Wir bauen wirklich einen Hain hier. Oder noch schnell noch einen Siedler erstmal. 10 Runden. Wir gucken mal, ob wir oben eine Stadt gründen wollen, Leute. Wollen wir hier oben noch eine Stadt hinsetzen? Das ist die Siedlerlinse. Wenn dann hier an den Fluss. Hier oben sind Gewürze. Gewürze haben wir, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, die haben uns noch nicht geholt. Also, hier oben eine Stadt gründen. Die Erträge oben sind erstmal mickrig, denn es handelt sich hier um Tundra. Tundra ist echt doof, aber das ist Schwemmland. Ebenen-Schwemmland. Wir bekommen plus zwei eine Anziehungskraft auf solchen Geländefeldern. Dadurch bekommen wir auch sowas. Können wir vielleicht noch ein Schutzgebiet setzen und andere Sachen. Hier vorne ist Marmor, haben wir allerdings schon. Hier links ist noch mal Schwemmland. Wir müssten allerdings früh die Stadt gründen, damit wir diese Felder noch dazu bekommen. Wir können einen Marmor verkaufen, ja. Wahrscheinlich kommt gleich wieder North Bulman, aber ich nenne nicht seinen Namen und sagt, schenk doch Dr. Perverksicles, meinem Herrn, dem ich untertan bin, dann in Zukunft einmal den Marmor bitte. Ja, ich warte nur darauf, dass North Bulman das schreibt. Wenn er schreiben sollte, Leute, dann wisst ihr, geht bitte mit gerechter Härte gegen ihn vor. Also echt, manche Leute sind wirklich Verräter, aber ich möchte keinen Namen laut nennen hier. Ich möchte auch auf keinen mit dem Finger zeigen, das gehört sich nicht. Hier vorne Bernstein, das ist eine Luxusressource, die wir noch nicht haben. Ihr Vorschläge? Am Fluss neben den beiden Wildvorkommen. Hier. Ja, die erste Entscheidung ist ja, gehen wir an den Hafen? Gehen wir hier oben? Wisst ihr was? Wir schicken eine Eiland nochmal rauf. Und der soll hier vorne bitte mal rauskriegen. Der soll sich bis an den Rand stellen. Da stand er doch schon. Wir konnten nur ein Feld weit gucken, ne? Wir können nicht weiter gucken. Ein Geländefeld auch so weit gucken. Zwei kann man doch weit gucken. Ich hätte gerne gewusst, ob hier vielleicht im zweiten Ring, ob da noch Küste ist und noch irgendeine Ressource. Man kann da oben schon siedeln. Wir haben einen Siedler hier vorne. Ein Pin hier vorne. Hier wurde gerade leider eine Stadt gegründet, deshalb können wir hier keine mehr hinsetzen. Das ist echt doof.
Das heißt, von Svenet aus gründen wir auf jeden Fall hier eine Stadt. Von Rakedet aus können wir hier eine setzen. Mit Ach und Krach können wir noch hier eine reinquetschen, aber cool wird die nicht. Eine wollten wir dahin noch setzen. Also die beiden Siedler, die im Bau sind, decken vielleicht hier ab. Hier unten von Svenet, Rakedet von hier aus, denn wir wollen hier die Gewürze und die Färbemittel dazu kaufen. Und dann einen Siedler hier und dann können wir mit dem entweder hier hinziehen oder da oben hin. Und wahrscheinlich gründen wir hier noch einen Siedler. Ich würde wirklich noch einen Siedler hier einstellen. Erstmal noch einen Siedler. Wie weit kann man gucken, Leute? Ein Geländefeld oder zwei? Ich ziehe nochmal hoch. Eine Weltwunde wurde gebaut, das große Bad. In 6 Runden endet die Klassik. Wir bekommen ein normales Zeitalter. Alles andere ist jenseits von Gut und Böse. Wir entdecken jede Menge Städtchen hier. Ach Gott, die haben schon Armbrustschützen. Ich schicke ihm mal eine Delegation. Ich will mich bei ihm einschleimen. Wie empfindet er uns gegenüber? Relativ positiv. Ich schicke ihm mal eine Delegation. Ich hätte gern mit ihm erstmal eine Freundschaft. Später können wir immer noch losagieren, aber der hat 6-mal so viel Militär wie wir. Einmal rübergehen und einmal einschleimen, bitte. Hat das gerade geklappt mit der Delegation? Ja, ne? Ja. Eine Runde weiter. Großes Bad. Unwetter wütet jetzt hier vorne. Macht hier auch alles kaputt. Haben wir noch irgendwo einen Handwerker, der alles reparieren könnte? Nein. Leute, wir gehen drastisch mit den Annehmlichkeiten runter, weil alle unsere Luxusgüter hier kaputt gehen hier. Ohne Mathematik gibt es kein Handeln. Die ganze Umgebung ist Mathematik. Alles besteht aus Zahlen. Wir können Marineeinheiten, also Schiffe, allerdings auch gewasserte Einheiten, etwas fixer bewegen, können ein Diplomatenviertel bauen, das uns mehr Gunst gibt, die wir verkaufen könnten zum Beispiel. Das sind so die Hauptgeschichten dabei. Konsulat darauf gibt uns mehr Einflusspunkte und das Weltwunder Petra könnten wir eventuell bauen. Das kann man setzen auf Wüste oder Wüstenschwemmland. Wir würden es eher auf Wüste setzen, weil Schwemmland bei uns, wir können es auch auf Wüstenschwemmland setzen. Und es würde halt alle Felder boosten, allerdings keine Schwemmlandfelder, nur die normalen Wüstenfelder. Wir könnten Petra hier vorne vielleicht gleich platzieren. Und Petra ging auch, wird eine Weile dauern, wir haben kaum Produktion. Das ist im Augenblick zu früh hier. Rakedet, ein Siedler und der nächste dauert wie lange? 11 Runden. Also wir brauchen nicht unbedingt einen Missionar. Die Ausdehnung unserer Religion könnte auch so klappen. Aber was wir brauchen, ist ein Apostel zu verbessern unsere Religion. Wir sammeln ja unfassbare Mengen an Glaubenspunkten. Dann müssen wir allerdings zuerst den Schrein bauen, das ging schnell, und dann den Tempel, und das dauert. Ich würde gerne noch einen Siedler erst raushauen. Ernsthaft, noch einen Siedler. Handwerker hat auch noch Zeit. Ich will erstmal hier weiter expandieren. Mit dem würde ich gerne hier oben hin. Hier hin. Wenn wir diese Geländefelder hier bekommen, und das ist eine Stadt, die wird sehr schnell sehr doll wachsen hier. Das ziehe ich sogar rüber, ohne den zu beschützen mit Militär hier. Nee, kein Handwerker dazwischen. Ich ziehe das hier durch. Wow, Sägewerke. Das hilft uns sehr. Alle, wir haben diverse Wälder. Auf Wäldern dann mit Sägewerk plus 2 Produktion. Sehr cool. Dauert 18 Runden. Können wir beschleunigen, wenn wir eine Wassermühle bauen. Die können wir irgendwo dazwischen schieben. Die würde sehr gut in den Kram passen. Hier vorne.
Weil Wassermühle gibt eine Nahrung und eine Produktion extra und gibt auf allen Bonusressourcen, die mit Bauernhöfen überbaut worden sind, dadurch eine Nahrung noch mehr. 1, 2, potenziell 3. Das heißt, eine Wassermühle wird hier 4 Nahrung und eine Produktion geben. Wäre der Kauf sogar denkbar. Hier gibt es nur 1, weil ich glaube, die Wassermühlen, das zählt nur pro Modernisierung und nicht pro Ressource. Ja, das ist langweilig hier. Mal ausheilen, bitte. Und wieder eine Runde weiter, bitte. Und ein Siedler in 10 Runden, ein Siedler in 11 Runden, ein Siedler in nochmal 11 Runden. 3 weitere Städte an einem Platz. Der hier vorne, 1 Platz, 2 Platz. 3. Haben wir einen zu viel im Bau? Wir haben einen Siedler da und 3 im Bau. Lass uns nochmal zählen. Eine Stadt, 2 Städte, 3 Städte, hier vorne die 4. Passt perfekt. Und mehr Siedler brauchen wir dann gar nicht mehr. Das war's dann wahrscheinlich. Hypothetisch könnten wir hier vorne noch gründen, aber das finde ich hier nicht so prickelnd. Das ist auch kein Schwemmland. Das ist alles nur normale Wüste. Das ist nur spannend wegen eines Campus-Distrikts. Also, und den holen wir uns da oben. Nee, das würde ich nicht machen. Das sind die letzten 4 Siedler, Leute. Unsere letzten 4 Siedler. Einer im Bau, 3 im Bau, einer unterwegs.